erste Stopp unserer Urlaubsreise führt uns nach Bad Tölz in den Bayerischen Alpen. Der Kurort liegt an der Isar, rund 50 Kilometer südlich von München. Ein Aufstieg zur Kalvarienbergkirche lohnt sich. Der weite Blick ins Isartal und über die Stadt sind atemberaubend. Der schönste Festsaal des Oberlandes, wie die Marktstraße von Kennern genannt wird, verdankt seine heutige Erscheinung vor allem dem Münchner Architekten Gabriel von Seidel. Viele gastronomische Einrichtungen laden zum Verweilen ein. Sommer in Bad Tölz ist ein Genuss für alle Sinne. Um Autobahnen und Mautstraßen zu vermeiden, fahren wir auf Passstraßen über die Berge. Nach herrlichen Sommertagen in Bad Tölz erleben wir hier wieder tiefsten Winter. In über 2000 Meter Höhe zeigt sich die Landschaft unter einer geschlossenen Schneedecke mit winterlichen Temperaturen. Die gefährlichen Passstraßen über die Berge haben wir hinter uns gelassen. Wir befinden uns jetzt auf der Südseite der Alpen und haben somit Italien erreicht. Zahlreiche Wein- und Obstplantagen entlang der Straße zeugen von einem recht milden Klima hier in Südtirol. Wir haben den Gardasee erreicht. In Turbole, einem wunderschönen Ort auf der Nordseite des Gardasee, umgeben von den imposanten Bergen Südtirols, machen wir einen Zwischenstopp. Jetzt sind es noch ca. 50 Kilometer immer der Uferstraße entlang bis zu unserem Ziel Bardolino. Hurra, wir haben es geschafft. Bei hochsommerlichen 30 Grad haben wir unseren Campingplatz im Zentrum von Bardolino erreicht. Neugierig machen wir uns sofort auf den Weg, um unsere Umgebung zu erkunden. Wie man sieht, befindet sich unser internationaler Campingplatz in einer sehr gepflegten Anlage. Die sanitären Einrichtungen sind super sauber und die campingeigene Gaststätte lädt zum Verweilen ein. Besser geht es nicht mehr. Camping direkt an der Strandpromenade des Gardasees. Die sommerlichen Temperaturen verlocken natürlich, das klare Wasser des Sees zu testen.
Die Wasserqualität ist hervorragend. Und schon geht es hinein in die Fluten. Die gute Qualität des Wassers ist hier deutlich zu erkennen. Nicht nur die Menschen, sondern auch Fische und Wasservögel genießen die klare Natur. Der Gardasee ist mit einer Fläche von ca. 370 Quadratkilometern der größte See Italiens. Während das nördliche Ufer von 2000ern umsäumt ist, liegt das etwa 50 Kilometer entfernte südliche Ufer bereits in der Ebene. Das submediterrane Klima sorgt für heiße Sommer und niederschlagsarme, milde Winter. Von flachen Stränden bis zur kleinen Bucht an den abfallenden Steiluferabschnitten findet jeder seinen eigenen Lieblingsstrand. Bardolino kann man auch ganz bequem mit der Fähre erreichen. Die Fähre ist ein beliebtes Transportmittel für die vielen Touristen aus den umliegenden Orten wie Garda, Lazise und Sirmione. Die Sonne im See besiegt.
Dank des leichten, spritzigen Rotweines ist das kleine Städtchen Bardolino in aller Munde. Er wächst im hügeligen Hinterland des einstigen Fischerdorfes, das heute eine angenehme Atmosphäre versprüht. Die offen gebaute Altstadt mit ihren breiten Gassen, zahlreichen Geschäften und langer Uferpromenade laden zum Bummeln ein. Hier geht es bis in die späten Abendstunden lebhaft zu. Viele Läden haben bis Mitternacht geöffnet und schöne Restaurants, Bars und Discos ziehen Nachtschwärmer der ganzen Region an. Die Festa del Uva e del Vino in Bardolino ist ein Weinfest mit Kultstatus. Es wird von der Gemeinde Bardolino in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Bardolino Top organisiert und lockt jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher in das malerische Städtchen am Ostufer des Gardasees. Auch in diesem Jahr wird das Fest, das ganz im Zeichen der beiden wichtigsten Weinsorten der Region, Bardolino Classico und Bardolino Chiaretto steht, entlang der Strandpromenade stattfinden. Das Fest ist eine gute Gelegenheit, um sich den Rebensaft direkt vom Erzeuger einschenken zu lassen. Die Verkostungsstände der Weinkellereien verwöhnen die Besucher mit regionalen Köstlichkeiten. Wie es sich für ein zünftiges Weinfest in Bardolino gehört, feiern auch wir bis spät in die Nacht. Weinfest in Bardolino ist nicht nur Wein trinken und feiern. Ein durchaus sehenswertes Rahmenprogramm, bestehend aus Spiel, Sport und Unterhaltung, machen das Fest für die vielen internationalen Touristen noch attraktiver.
Ein Höhepunkt der Veranstaltungen ist das traditionelle Drachenbootrennen. Zu fortgeschrittener Stunde gibt es noch ein paar Kuscheleinheiten für ältere Herren. Auch das schönste Fest geht einmal zu Ende. Den Abschluss krönt ein herrliches Feuerwerk. Und auch wir verabschieden uns schweren Herzens von Bartolino.